Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde und ein herzliches Ho, ho, ho zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Mit der Skellaway Aker. Wie bitte? Das war Finnisch. Für eine besinnliche Zeit. Oh, Manu, du bist einzigartig da. Ja, wenn ich alle Sprachen sprechen könnte, ja. So, wir machen weiter in der Winterstaffel hier. Haben uns nochmal überlegt, wir machen nochmal ein paar Mitfahrtlinien wir fahren nochmal ein paar Linien mit. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Werden dann gleich auch nochmal den neuen Fernbus, den wir in der letzten Folge eingerichtet haben, mitfahren. Und ja, die LKW-Linie haben wir noch nachzufahren, die Schiffsfähre haben wir noch nachzufahren, die Fährweglinie haben wir noch nachzufahren. Milchtrack wollen wir noch ein bisschen kurven. Genau, also wir haben noch einiges zu tun. Also, ja. Ich würde sagen, wir können sehr gespannt sein, wie das Ganze hier weitergeht. Wir haben jetzt ja erstmal die kleine Versorgungslinie gemacht. Bis wir zu den Geschenken kommen, ist es natürlich noch eine Riesengeschichte, ne? Oh, haben wir noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten. Ja, wir werden da aber wahrscheinlich in der nächsten Folge schon mit anfangen müssen, damit wir zu Weihnachten alle Geschenke pünktlich liefern können. Ne? War das, irgendwann wird ja dann mal die AHL dann auch liefern. Die was? Ja, die ganze Logistik. Ach so. Für die Päckchen. Ja. Die mit dem komischen Horn auf der Haube. Ach so, die KHL. Ja, ja, jetzt habe ich es auch. Ja, wie war das? Ein Schwibschwager, der Herr von Turn und Taxis, ist da ja erfahren. Über die letzten Jahrhunderte. Ja, die wenigsten wissen ja, dass die Familie Turn und Taxis ja das Postrecht zu Kaiserszeiten hatte. Also zu Heiligen Römischen Reich haben sie ja bekommen. Musste ja der deutsche Staat ihn ja dann abkaufen. Ja, das ist schon immer so eine Sache, ne? Wenn sowas privatisiert sind, einerseits gut, andererseits Monopol nicht gut, ne? Da kam aber Schwungwoll daraus. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. So, jetzt haben wir die Fernbusse hier alle verpasst oder haben wir hier noch einen? Da. Ja, wärst du mal von der Haltestelle ausgestiegen. Da hinten stehen sie, da hinten fährt einer. Schneider hier hinten. Ja, guck mal, dann fahren wir gleich mit dem ersten. Fahren wir mit dem Erstbesten mit. Dann nimmt die ganz kurze Runde, der fährt da hin. Ja, die fahren jetzt zur Haltestelle. Und der fährt Friedhofsstraße. Gut, dann fahren wir jetzt einmal nochmal mit durchs Dörfli. Oh ja. Das ist ein Reisebuch. Das ist ein Reisebus-Sound. So, dann sind wir jetzt hier mal auf dem Beifahrersitzplatz, ne? Den man nach vorne klappen konnte. Ja, nach unten, ne? Die Sitzfläche. Ja, das war, ja. Uiuiuiui. Wie viele Sitzplätze haben wir überhaupt? 15. Das könnte eng werden für einen Bus. Könnte eng werden. 11 von 15, aber der andere hat ja schon bei der hinteren Haltestelle abgeräumt. Ja. Also müsste theoretisch alles klappen. So, wir haben ja viel vor noch in dieser Staffel. Wir haben ja extra gesagt, bis Weihnachten wollen wir die Geschenke fertig haben. Und das wollen wir auch so beibehalten, auf jeden Fall. Na, kannst losfahren. Danke.
Und das heißt, die nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall weiterhin mit Gütertransport uns beschäftigen müssen, damit wir bis Weihnachten alles ausgeliefert haben. Das heißt, wir müssen Öl zapfen in der Wüste. Das müssen wir zum Verarbeiten bringen. Vom Verarbeiten müssen wir Kunststoff und Klebstoff herstellen. Dann müssen wir noch Holz in Verpackungsmaterial, also erstmal zum Sägewerk, dann zum Verpackungsmaterial hinschaffen. Ja, da auch Papier müssen wir noch machen. Genau, da auch noch den Klebstoff hin. Daraus müssen Verpackungen gemacht werden. Dann müssen wir noch Geschenke basteln. Spielzeug basteln. Alter Schwede. Das wird eine harte Nuss. Dann müssen wir es noch in allen Städten verteilen. Und dann müssen wir es noch in allen Städten verteilen. Auch das noch. Nein. Hoffentlich schaffen wir das. Wir müssen aber noch Schlag reinhauen. Dann müssen wir ja fast täglich jetzt eine Folge raushauen. Könnte uns fast passieren. Ja. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ah, ich muss noch mal gucken, ob es diesen Airdrop-Mod noch gibt, dass wir einfach einen Flughafen haben und dann über jeder Stadt so überall hinschmeißen, ja. Ein paar Fallschirme loswerden. Dann schön mit einer Herkules-Heckklappe auf und Palette raus. Ja, und dann landet es wieder bei Manu auf dem Dach und Manu beschwert sich dann wieder. Die kann ich ordentlich liefern. Ja, das Knick im Karton. Ja, aber dann müssen doch Drohnen kaufen. Was war denn hier jetzt noch? War hier nicht das Sägewerk jetzt? Ja, ne? Das war die Papierfabrik. Ach, die Papierfabrik, ja. Oh. Papierfabrik müssen wir auch noch. Boah. Wie war das? Karte fluten, dann nur noch Schifffahrt. Ja, mit U-Booten aber, ne? Ja, gab es ja jetzt die ersten Studien zu Fracht-U-Booten. Nein, echt? Ja. Krass. Ja, gut, es gab ja auch im Zweiten Weltkrieg, haben die Japaner ja auch Flugzeugträger als U-Boote gebaut. Flugzeugträger als U-Boote? Mhm, ja. Okay. Waren 4 Flugzeuge im oberen Teil und ein Katapult zum Abschießen. Eieiei. Ja, Ingenieursleistungen halt. Was war das? Ach, da hat sich gerade die Straße abgedatet. Mhm. Oh, ich denke, wunder, was denn jetzt passiert? Erdrutsch? Nee, die Straße wollte zur Stadtstraße erklärt werden. Ich hatte auch gerade gedacht, ich denke, Alter, was denn hier jetzt? Was ist das denn für ein Mod? Ich denke, ja, hör zu. Nee. Nö. Leider nicht. So, rechts vor links, rechts kommt nichts. Achso, rechts antäuschen, links abbiegen ist auch eine Idee auf jeden Fall. Hat er eben die Straße gerade durchgebaut gehabt? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Na, könnte. Ach, guck mal, ein Wegpunkt. Ja. Na, dann könnten wir den einen Wegpunkt ja wegnehmen. Aber hier können wir jetzt ja von rechts gerade durchfahren, ja. Rausnehmen. Die Straße hier noch updaten. Noch steht nichts dran. Dass er schneller als 30 fahren kann. Genau, ist gerade erst gebaut.
Bin quasi fresh dabei gewesen. Ja. Und sie hat noch kein Kakao, die Stadt. Trotzdem baut sie aus. Ja, aber wir nur noch mit dem Fernbus hierher fahren, oder so, ne? Ja, ja, bessere Verbindungen, gleich Wachstum. Immer. So, und hier könnt ihr alle aussteigen. Wahrscheinlich der eine, der da eingestiegen ist, will jetzt mit einer Schnee. Ja, echt? So, so blöd möchte ich auch mal sein. Ne? So, TGW, Einheitswagen 4 und Debr 126. So, Straßen, schnell mal schnappen hier. Zack. Und den Wegpunkt. Dann nehmen wir Himmelsfort. Himmelfort. Genau, dann kann der nämlich gerade durch und den lassen wir trotzdem da hinten lang fahren, das ist in Ordnung. Oder? Doch, lassen da hinten. Ja. Ich denke auch. Im schlimmsten Fall kannst du da ja noch eine Haltestelle hinsetzen, wenn sich das noch weiter ausbaut. Ja, zu viele Haltestellen am Fernbus möchte ich eigentlich nicht unbedingt haben. Wir können jetzt nochmal einen Zug um. Ach, da kommt gar ein Zug um. Den wollen wir nämlich jetzt nochmal nehmen, runterfahren nach. Warte, Winterbach. So. Bitte bis hier vorne, ich stehe hier vorne, ne? Weiter, 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 weiter. Oh, Mann. So, belädt und belädt und belädt und belädt und belädt. Okay, dann fahren wir jetzt nochmal die Strecke runter und dann nehmen wir gleich die Fähre. Wir haben ja jetzt die Fähre darüber gebaut. Bevor wir den Straßenanschluss nach Sonnenfeld, Sonnenfeld gebaut haben. Haben wir ja nur mit der Fähre darüber gearbeitet und das die Fähre müssen, sind wir auch noch nicht mitgefahren, aber wollen wir auch noch mal mitfahren und dann brauchen wir noch den Fährweg, also den Bus, der die Fähre mit Sonnenfeld der Stadt verbindet. Die müssen wir auch dann noch mitfahren. Und von da können wir dann mit dem Milchlaster mitfahren. Der hochfährt zur Kakao-Rösterei. Ne, warte mal, zur Kakao-Markt. Warte mal, Kakaofabrik. Ja, also zur heißen Kakaofabrik. Genau. Aber die halten sich gut hier, ne? Klingt wie eine Autohupe. Dreh dich doch mal kurz um, was ist denn das? Ist der Beiwagen oder der Triebwagen? Der da gerade vorwärts fährt. Steht da vorne drauf auf der Nase? 628023-4. Das ist der motorisierte Teil. Die andere Straße. Das ist der Hafen, das ist gerade ein Frachter. Komm mal, ein Frachter, hallo. Bin ich schon wieder ans Mikro gekommen, gibt's aber gar nicht. So, und da wollen wir gleich rüber, da zu den Bauernhofen. Und wir sehen auf der Straße mit den Bäumchen da drüben, sieht man schon einen Bus. Da waren wir jetzt quasi mit dem Schiff rüber. Da kommt auch schon unser Schiff. Ich habe gehört, das hat einen wunderbaren Takt.
Zug voll. Langsam überlegen, ob man Doppeltraktion fährt. Ja, da mal was anderes noch ausprobiert. Vier Bahnen liegen. Aber das ist ja eine Baureihe 0. Das ist ja doppelt betriebener Triebwagen. So, dann fahren wir jetzt nochmal mit rüber. Einmal hier quer über den Fluss, über den Schokofluss. Ja, da gab es glaube ich auch einen Kommentar. Da fragen sich alle, warum ist der nicht braun? Noch ist das Brackwasser nicht so dicht. Ich würde sagen, weil wir es auch nicht ändern können. Nee, ist ja nicht City Skylines. Ja. Durchaus korrekt. City Skylines ist auch ein schönes Projekt. Da solltet ihr auch mal reingucken. Wir werden wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hier auf YouTube sehen könnt, dann werden wir wahrscheinlich auch schon das City Skylines Battle veröffentlicht haben. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Das ist sehr sehenswert. Wirklich. Ja, besonders der Mangel an Strom. Irgendwie war Strom immer... Also ich habe zusammen mit dem Manu einen Kampf gemacht, wer immer als erstes die nächsten Stufen erreicht. Ihr könnt das ja selber auch mal im Nachhinein nochmal mitmachen. Guckt euch die Folgen einfach dazu an und dann macht ihr selber mit bis zur ersten... warte mal, wie sagt man dazu? Bis zum ersten Meilenstein und dann könnt ihr selber mal gucken, bei welchem Datum ihr das geschafft habt. Ihr müsst natürlich nachrechnen, weil jedes Mal, wenn ihr eine neue Stadt anfangt, nimmt ihr das aktuelle Datum. Ihr müsst natürlich die Tage, die ihr nach unserem Datum angefangen habt, natürlich auch obendrauf rechnen. Ne? Das solltet ihr nicht vergessen. Ja, wie war das? Ich glaube, das müssen wir nochmal irgendwann wiederholen. Es hat einfach zu viel Spaß gemacht. Ja, das hat wirklich viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war wirklich cool. Und ist auch sehenswert. Also, es ist spannend bis zur letzten Minute. Ich könnte euch jetzt auch was spoilern, aber das mache ich natürlich nicht. Ja, der... Wie soll ich sagen? Ihr werdet unter dem Video bei Kante dann auch noch einen Link zur anderen Seite sehen. Zur dunklen Seite des Spiels, zu mir. Genau. Ich habe dann doch mal nach 4 Jahren wieder geschafft, ein YouTube-Video zu veröffentlichen. Ja, genau. Darüber findet ihr dann den Manu-Kanal. Damit ihr dann auch quasi den Gegenpart und das, was man dann anders machen kann, das dann halt auch mal begutachten könnt. Also. Ja, gut. Wobei, wir haben ja bei vielen haben wir ja selber Gedanken gehabt. Das ist ja auch bei City Skylines passiert. Das ist ja immer das Schlimme an der Sache, dass wir immer sehr ähnlich sind. Doch, das ist durchaus schon eine sehr interessante Geschichte gewesen, muss ich sagen. Schnell vor dem Stau auf dem Hügel, ja, aber. Ja. Ich glaube, die Zufahrtsstraße oben müssen wir nochmal ein bisschen ausbauen. Weil die kommt ja vierspurig an, dann wird sie ja einspurig. Ja. Ich, bis Stadteingang müssen wir, glaube ich, muss ich es dann aufteilt vierspurig machen. Jetzt fährt der LKW uns gerade wieder. Ach, da kommt schon der nächste. Ich dachte schon. Genau, wir steigen hier gleich um. Dann kann ich nämlich nochmal flott die Bäume hier wegruppen. Und wir steigen ein in den Milchlaster. Ein wunderschöner Volvo, wie man hier schön vorne direkt dran erkennen kann. So, und jetzt fahren wir mal die Tour mit bis zur Kakaofabrik.
Da wo der Kaukau heißt, das die Fabrik verlässt natürlich und dann in einen Thermo-LKW oder in einen Thermobehälter aufbewahrt wird, damit der auch am Ziel noch schön warm und lecker ist. Im Moment ist ja noch die Kühlung bei dem LKW hier an. Für die Milch. Genau, erstmal wird die Milch gekühlt und dann kommt heißer Kakao rein, damit sich die. Ja. Ja, du hättest Schlangenlinien-Ding bauen können, dann hätte der LKW schon die Kakaomischung machen können. Stimmt, das ist eigentlich eine coole Idee. So, hier haben wir quasi das Ende der Welt. Da fängt das große Meer an. So wie es aussieht. Könnte man denken. Oder wir sind hoch oben auf dem Hügel. Oder wir sind in einem Diorama gefangen. So, hier haben wir den Hafen. Hier wird der Kakao angeliefert. Und ja, wir fahren auf der Hafenanlage entlang. Aber wir haben schon aufgepasst, dass sie dann nirgendwo hängen bleiben können. Batsch! Schade. Ja, Buffreifen weg, schade. Mhm. Trotz der Steigung. Das ist nicht schlimm für mich. Nö, das finde ich auch. Also ich finde es nur schlimm, wenn sie runterfahren, die Bremse versagt. Dafür haben wir extra die Hügel gemacht. Ah, Bremshügel. Ja. Hast du noch nie von gehört, oder was? Ja doch, ich kenne da schon an der Bundesstraße so Bremsbacken. Kiesbett. Bremsbacken. Ja. Und zwar Herborn gibt es ja aus gegebenem Anlass so eine Notfallausfallspur. Ja. Ist eine sehr gute Erfindung. Das finde ich auch. Ein nettes Video aus Brasilien, wo noch so ein Eurotrain mit drei Hängern hinten dran berg runter und dann keine Bremse und der einfach nur reinlenkt in das Kiesbett, durchs komplette Kiesbett durchgeschoben wird aufgrund des Gewichts vom LKW. Und vorne standen dann die großen Reifenstapel zum Auffangen. Boah, Wahnsinn, ey. Aber wenn da so mal 60 Tonnen den Berg runterkommen und nicht bremsen, ist schon ziemlich kritisch. Ja, da bin ich natürlich auch absolut bei dir. So, und hier seht ihr jetzt gerade, hat er schön leckeren Kakao geladen. Ist sogar heiß noch, ne? Steht dran. Was dran steht, stimmt immer. Wieso brennt der LKW jetzt? Der brennt nicht. Seh nicht so ein Quatsch. So, bis das Schiff da unten angelegt hat, entladen und beladen hat, fahren wir jetzt nochmal mit dem LKW runter. Das sollte theoretisch klappen. Und dann springen wir über. Ja, wenn nicht, nehmen wir als nächstes, kommt ja gleich wieder eins. Ja, genau, dahinter ist ja noch eins. Der schöne T1 mit seinen Trommelbremsen vorne und hinten. Oh ja, stimmt. Der Käfer ja hinten dran auch nur Trommelbremse. Die bösen Trommelbremsen, die ja bei bestimmten Temperaturen dann nicht mehr ganz so gut funktionieren. Wenn das Bein zu kurz wird für die Länge vom Bremspedal. Ja, genau. Oh. Ja, wie war das? Wir pumpen dann mal. Mhm. Wobei, das ist mir auch schon mit einer Ding passiert, mit einer Stahlbremse. Ja? Ja gut, im Rennbetrieb werden die halt mal ein bisschen zu schnell heiß. Im Rennbetrieb. Wenn ich das schon höre, dann denke ich mir, oh Mann, wir sind doch alle normallos, Mensch. Ja, aber die Nordschleife ist halt nun mal Proof of Concept. Also sprich, was da hebt, hebt auch immer anders da. Ja, das stimmt. Absolut. Bin ich bei dir. Ja, also in den 90er Jahren war das manchmal schon etwas schwierig.
materialtechnisch. Ja, und heutzutage gibt es Keramikbremsen. Ja. Kohlefaser-Keramikbremsen, die dann eine Mindesttemperatur von 400 Grad brauchen, damit sie funktionieren. Sonst wird das Pedal auch wieder lang. Sehr lang. Ja, also ich finde es ja auch heftig, was das Ganze kostet, ne? Ich habe, was heißt ein Bekannter? Ich kenne einen, der hat sich jetzt so einen Audi R8 gekauft und die gibt es ja einmal mit einem kleinen Motor. Ja, 4,2 Liter. Genau, und die kleine Bremsanlage, dann gibt es nochmal die große Version davon. Und die ist mit Keramikbremsen. Mhm. Und da hat er mir mal erzählt, wenn du die Keramikbremsen erneuern musst, willst, keine Ahnung, in welchen Formen und Taten die gewechselt werden, aber sagt er, musst du locker 10.000 Euro damit rechnen. Pro Scheibe 1,5 bis 2.000 Euro. Also das muss man sich überlegen. Das ist sehr toll, wenn du im Winter mit dem Auto losfährst, ja. Die Temperaturen sind kühl und du das erste Mal auf die Bremse steigst. Das hört sich fürchterlich an. Das ist so ein klirrender Scheppern. Echt? Ja, ja, bis die dann die Temperatur hat, dass die Bremsbacken richtig greifen. Und das, die kriegst du nur durch Reibung, oder nicht? Oder werden die angewärmt? Nee, die kriegst du nur durch Reibung. Sie bremst, also sie ist besser als jede Standardbremse, auch in dem Fall. Aber es hört sich fürchterlich an. Boah. Also so, als wäre sie glasiert. Früher so eine gute alte Stahlbremse. Quietschenderweise. Und wenn du halt denkst, naja, du trittst rein und es greift dann und es greift dann erstmal nicht, bis es warm ist und dann greift es richtig. Dann machst du so einen kleinen Verbeuger Richtung Lenkrad. Ja gut, wenn es dann natürlich ordentlich reinbeißt, dann ist natürlich vorbei. Ja, also mit Keramikbremsen kriegst du durchaus eine negative Beschleunigung von 4G hin. Ey? Mhm. Krass. Ja, Formel 1 bremst mit zwischen 5 und 6G. Aber die haben ja reine Carbon-Kohlefaserbremsen. Die funktionieren wirklich erst ab 600 Grad richtig gut. Vorher siehst du aus den Rathäusern nur so einen schwarzen Staub, weil es dann einfach nur abreibt. Also darf man im Grunde genommen gar nicht so viel bremsen am Anfang, bis sie warm sind. Nein, nein, du fährst die Einführungsrunde bei einem Formel 1 Rennen, stehst du die ganze Zeit auf der Bremse. Während du Gas gibst. Das ist ja nicht normal, ey. Ja. Sagen wir mal so, Reifen wärmst du ja auch nicht durch Zickzackfahren auf. Heutzutage, das machst du ja auch über die Bremse. Echt? Und die Magnesium-Aluminium-Felgen geben die Wärme dann durch in den Reifen. Ja, das ist immer so ein Druckschluss, dieses Slalomfahren. Brauchst du eigentlich nicht, um Reifen warm zu kriegen. Aber so war das doch mal, oder nicht? Ja, früher bei Radialreifen mit Profil und so, ja. Aber heutzutage ist es eigentlich nur zum Sauberfahren. Ich mach das mit meinem GTI auch immer. Also hilft gar nicht, oder? Nö, das bringt vielleicht ein Grad. Aber wenn du die ganze Zeit auf der Bremse stehst und die Metallfelge heiß wird, bringt es viel, viel mehr. Ja. Okay. Ja, lernst du in jedem Fahrerlehrgang heutzutage. Also bei mir auf meiner EU-Kraftfahrer-Weiterbildung war das noch nicht. Ja, ich rede ja auch nicht von Kraftfahrer-Weiterbildung, ich rede ja von Rennlizenz. Ach so. Aber die brauche ich doch als Busfahrer auch, oder nicht? Gute Frage. Es kommt darauf an, ob du doch irgendwo an der Veranstaltung teilnehmen möchtest mit einem Bus. Also ich weiß, dass sie in Holland mit Wohnwagen und Bussen zumindest auf Rennstrecken fahren. Okay. Und auf der Nordschleife sind ja zumindest bei Touristenfahrten Busse auch erlaubt. Rennbetrieb habe ich letztes Mal einen T4-Bus, VW-Bus gesehen als größtes. Okay. Ja, hat man beim 24-Stunden-Rennen mitgemacht. So, meine Lieben, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja. Wir haben wieder die lockeren 30 Minuten geschafft. Das ist schon echt eine harte Nuss für mich. Ich würde gerne immer weitermachen. Aber wir haben gesagt, wir machen nicht so lange, aber dafür vielleicht ein paar mehr. Ne?
Wir gucken mal, dass wir das irgendwie so hinkriegen. Wir bedanken uns natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffen, dass euch Spaß gemacht hat. Würde mich natürlich freuen, ein bisschen Feedback da von euch zu bekommen. Geht ja auch demnächst, denn irgendwann schon nächstes Jahr werden wir wieder anfangen mit Staffel 4 natürlich weiter. Und würde sagen, vergesst das Däumchen nicht und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge Transport Fever 2 in der Winterstaffel 2022 hier auf Kante Zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.